Auch noch Hogsmeade. Also ich würde wirklich sagen, nennt mich einen Lügner, aber ich würde sagen, das läuft deutlich flüssiger, auch beim Fliegen. Ja, das ist hübsch. Das hat schon bessere Tage erlebt. Wir laufen hier durch, ohne stehen zu bleiben. Ruck und laufen wir gegen eine Wand. Könnte sagen, was ihr wollt. Oh, hallo. Ohne Sie hätte ich die Besenverbesserung nicht so perfekt hinbekommen. Wie immer habe ich für Sie einen Sonderpreis. 7500 Arschsteuer, aber... Die Zusammenarbeit war großartig. Danke, dass Sie an mich geglaubt haben. Immer doch. Besenverbesserung 3, fantastisch. So. Da haben wir die Aufträge. Schließt dein Zauberhand doch ab. Das weiß ich noch nicht, was das bedeutet. Ich hoffe, da gibt es kein übles Erwachen. Demigeist-Figuren, wo finden wir da jetzt noch welche? Es sind noch 4 Stück, die wir schaffen müssen. Jetzt soll ich es hier. Könnten wir fast noch kriegen. Okay, wir haben leider keine gerade im Inventar. Dann gucke ich noch mal. Auf geht's nach Hogsmeade. Sieht fast aus wie Nutty. Mit der Auflösung meine ich. War aber nur Ravenclaw. Dann gucke ich noch mal. Eine Komplettlösung. Da gab's eine. Da gab's einige im Land, also nicht in Hogwarts. Und nicht im Hogsmeade. Vielleicht finden wir die noch. Da haben wir teilweise halt noch nicht nachgeguckt. Das könnte was sein. Wo ist am nächsten? Teil von Hogwarts. Da sind wir doch so ungefähr schon. Okay. No Hogsfield Brückbau. Da haben wir eine Demigeist-Statue. Hier sieht man auf der Karte. Ah, da können wir noch nicht hinreisen. Sehr gut, dann können wir da mal hinfliegen. Dann gucken wir mal. Das dürfen wir doch finden. Und by the way, gerade nochmal einen neuen Bereich kennenlernen.
Flohflamme anfliegen. Oder Hogwarts Express. Flieg schneller. Schneller. Ein bisschen Tempo. Ich glaube, den erreiche ich nochmal nicht. Schön, den nochmal zu sehen. Auch wenn es nur im Hintergrund ist. Dafür ist der Begriff zu langsam. Hätte ich einen Besen genommen. Tja. Hätte Hund nicht geschissen. Hätte Nasen gefangen. Zeit für etwas mehr Tempo! Waren hier wirklich noch nicht. Müssen wir vielleicht auch nochmal im Stream dann, im letzten Stream, nochmal schauen, dass wir hier Landschaften erkunden. Mal absteigen bitte. Hui. Kein Grund zur Eile, mein Schatz. Was haben wir denn hier? Bitte fliegen. Schmetterlinge. Denke ich durchs Tor gehen, aber okay. Wollte gerade sagen, kommt nicht über den Zaun rüber. Eine Flohflamme, eine aktivierte Flohflamme. Das waren wir hier schon mal. Aha. So. Mit einem Haus im Westen. Gibt so ziemlich nur ein Haus. Das könnte es fast schon so sein. Nö, ist es nicht. Alle Homura. Ah, rutscht mal rein. Zu frei. Mein lieber Eddie, ich habe mich sehr über deinen Brief gefreut. Es ist schon zu lange her, dass ich nach Hause konnte. Es würde dich interessieren, dass meine Zeit im Ministerium sich dem Ende zuneigt. Offenbar sind sie entschlossen, mich vorzeitig zu pensionieren. Und es gibt nicht viel, was ich dagegen ausrichten könnte. Wie dem auch sei, in all meinen Jahren als Auroren habe ich wieder und wieder erlebt, dass für die hohen Tiere ihre Machtposition überall entsteht, besonders für den Wohlergehen ihrer Untergebenen. Genug davon. Wenn wir uns wiedersehen, werde ich genug Zeit haben, dir von meinen Erfahrungen der großen weiten Welt zu berichten. Sicher freust du dich, dass ich bald heimkehre. Ich denke jedoch daran, mich in Hogsmeade niederzulassen. Es ist ja trotzdem sehr nah. Ich bin entschlossen, die mir verbleibende Zeit zu genießen.
Schließlich sind noch immer viele Rätsel zu lösen. Deine liebende Schwester Helen Thistlewood, London. Ach, war das nicht die, die uns die Rätsel Merlins erklärt hat? Es war doch die, oder nicht? Ach, diese schwere Schwebebären. So, diemiges Figur. Wer hier wohl wohnt? Vielleicht das Haus hier? Nein, ihr Haus nicht. Das sieht eher nach dem Haus aus. Willkommen, immer herein. Was haben wir denn hier? Hallo, Homura. Direkt vor den Leuten. Ich brich dann einfach mal neuer Haus an. Das reicht. Geht in Ordnung. Das hier am helllichten Tag aufschließe und reinlaufe. Erstmal ein paar Snacks mitnehmen. Da liegt ein bisschen Geld rum, ich nehme es mal einfach mit. Braucht er eh nicht. Okay, diese Einrichtungsgegenstand, den braucht er auch nicht. Nehme ich euch ab. Müsst ihr nicht klagen. Wo ihr damit hin sollt. Das regelt sich ganz von allein. So viele Häuser gibt es doch hier gar nicht mehr. Irgendwo muss doch in dem Geist rum sein. Ach, unsere Trollschlechterin. Nochmal willkommen, immer herein. Sehen Sie sich um. Hier ist eine Kiste. Wie ich wohl in so einem kleinen Dorf zurechtkäme? Aha. Revelio. Hier eine Kiste. Okay, die ist außerhalb. Revelio. Ja, sehe ich von selbst. Ach so, das ist hier. Dann können wir aufs Dach steigen. Kiste. Ist auch nochmal ein Sack, oder nicht? Dunkle Zauberer sind niedriger als Mittler und gemeiner als Preis. Revelio! Sag mal, so viele Häuser gibt's doch nicht. Oh, mein armer Troll. Kisten, Säcke. Kein Ding, da ist. Revelio!
Vielleicht außerhalb von der Stadt. So, wo gibt es denn noch Häuser? Hier sind die drei Häuser. Im Westen von Brutlo. Das ist irgendwo hier. Das ist eine Merlins Quest. Ein Haus. Ein Haus sehe ich jetzt eher weniger. Vielleicht das hier. Revelio. Wirkt wie ein nettes kleines Örtchen. Godric Gryffindor war der größte Duellant aller Zeiten. Was haben wir denn hier? Ein Demigeis. Aha. Wo ist denn Demigeis? So, die Kiste, die ich gesammelt habe. Bin ich blind? Du gehörst mir, Demigeis. Ah, hier. Fantastisch. So, next. Da waren es nur drei. Hoffentlich. Heimbridge, sagt die Komplettversion. Roxfield. Haben wir hier. Roxfield. Heimbridge. Genau hier. So, na komm. Die Demigeis-Figuren sammle ich jetzt lieber in der Aufnahme. Da habe ich zur Ruhe für. Im Stream habe ich dann wieder keinen Bock drauf. Wer hier wohl wohnt? Bleib hier. Haus im Westen wieder. Der Westen ist hier. Ist immer irgendwie viel und. Revelio. Das muss man erstmal finden. Okay, du bist es nicht aus.
glaube ich. Alohomora. Ich sprich trotzdem ein. Oh, Katze. Gute Wachkatze. Revelio. Ist die Truhe. Etwas hier. Aha. Fine Edition to my collection. Ein Zauberstab. Nein, ein Zauberstab. Haltung. Stil. So, das Haus der Katzenlady. Westen müsste eher in die andere Richtung sein. Also hier so. Ist ein relativ kleines Haus. Ist eine Flohflamme, die können wir mal mitnehmen. Okay, das ist auf keinen Fall das gesuchte Haus. Aber wo wir schon mal hier sind. Revelio. Das ist sowas wie eine Kneipe hier oder was? Erstmal ein Butterbier gönnen. Ein Waschzuber. Ach, schade, dass da nicht reinhüpfen kann. Diese schöne bedrohliche Musik, während wir hier einbrechen. Puh, ich dachte, da steht gerade ein Hof. Egal, wird mir besiegt. So, das Wünschhaus ist es nicht. Aber da gibt es eine Seite. Revelio. Das schiefe Haus. Die Einheimischen nennen das Schief, ist das schiefe Haus. Wegen der seltsamen Winkel, in dem es in den Wurzeln das überhängenden Baum sitzt. Erfahrungspunkte. Ein Schritt näher zum Level 34. So. Revelio. Hier gibt es keine Häuser mehr, oder? Doch. Ist das ein Sack oder eine Dienstleistungsstatue? Da bilde ich mir ein, was gesehen zu haben. Das sieht mir wie eine Dienstleistungsstatue aus. Alohomora. Du gehörst mir, Demigeis. Die nächste Demigeis-Statue.
Probleme. Okay, den Raum der Wünsche müssten wir dann nochmal. Das mache ich im Stream. Nur dann nochmal einrichten und ich muss Zeit lassen. Wie ich wohl in so einem kleinen Dorf zurechtkäme? Okay, Feldkraftregion. Ey, und der. Genau hier. Jetzt auch wieder eine Eindämigkeitsstatue. Da können wir doch schnell reisen, oder? Ach nee, kein Bock. Ich fliege einfach. Geht meistens schneller. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Ja, hier haben wir die Flohflamme. Diesmal im Osten ein Haus. Dame namens Afnia Twiddle. Der hatte schon mal das, das Vasenmanöver, der da hat man nicht gepresst, ihr Haus. So, wo treibt sie sich rum? Revelio. Ich werde jetzt nicht überall einbrechen. Nicht interessiert. Nur eine Demigas-Statue. Da ist der Sitz. Du gehörst mir, Demigas. Ah, hier hinterm Tresen versteckt. Oh, hallo. Ich raub sie mal aus, wenn das okay ist. Irgendwas Neues, irgendwas Besseres, eine Verbesserung, nur sehe ich nicht. Ich bin bei der Sammlung voll. Okay, wird man ins Inventar gucken. 3 Monde haben wir hier. Bräuchten wir noch einen, wenn ich das richtig gezählt habe. Dann ab nach Feldkopf, würde ich sagen. Im Feldkopf müsste auch noch eins sein. Feldkopf. Ist noch ein Lager, was wir nicht aufgeräumt haben. Was hast du diesmal für mich auf Lager? Schöner Wortwitz.
Okay, Feldkraft. So gut wie down. Jetzt tun wir dann nochmal die Schwester von Sebastian und können da nochmal Hi sagen. Und mit der ein Wörtchen reden. Die tut mir nämlich ziemlich leid. War das deren Haus? Ja, ist ein Schloss vor. Geist hier zufälligerweise. Nur eine riesige Truhe. Das war doch deren Haus. An das Brief. Sebastian, es ist so viel geschehen. Ich musste für eine Weile hier raus. Ich vermisse Onkel Solomon. Ich brauche etwas Zeit für mich. Ich werde dich immer lieben, doch weiß ich nicht, ob ich dir je verzeihen kann. Anna. Noch mehr Briefe. Okay. Mut hat jetzt nicht hier. Steht auch ein Haus im Osten. Und ich sehe da, glaube ich, schon den Gasmond. Ja, bin ich ganz richtig. Hallo, Homura. Du gehörst mir, Demigeis. Erstmal die Kiste. Dann der Demigeis. Wenn ich richtig gezählt habe, müsste es das jetzt sein. Sollten wir jetzt zu dem Hausmeister zurückkehren können. Und da gibt es Schläge, wenn er mir nicht endlich Adomurats 3 anlernt. Hätte mir das schon mal verweigert. 9 von 13. 10, 11, 12, 13. Ja, das müssten wir jetzt haben. Dann auf zur Karte und ab nach Hogwarts. Lehrerflügel war der, das gab es irgendwo. Lehrerturm. Du hast maßgeblich zu Dankensruf beigetragen. Okay. Hast du deine verdammten Demigasmonde? Hallo, Mr. Moon. Oh, seien Sie gegrüßt.
Konnten Sie noch mehr dieser... Ich habe tatsächlich ein paar... Herrje, Sie waren ja fleißig. Unglaublich. Vielen Dank. Sie sind bereit für die letzte Alohomora-Lektion. Das will ich doch hoffen. Mit dem Wissen wird Sie kein Schloss mehr aufhalten. Sie haben alles getan, worum ich gebeten habe. Ich wünschte nur, ich wüsste, wer diese Statuen aufgestellt hat. Ach, wenn Sie weitere finden, können Sie sie gerne entfernen. Sie erweisen Ihrem Hausmeister damit einen großen Dienst. Und wenn ich je erfahre, welcher Tyrann hinter diesem grausamen Streich steckt, lasse ich es Sie wissen. Nochmals vielen Dank für Ihre Hilfe und Ihre Hartnäckigkeit. Rumor jetzt, 3. Da Sie Alohomora beherrschen, bleibt Ihnen nichts verschlossen. Aber suchen Sie weiterhin Demigeist-Statuen und... Auf gar keinen Fall.